Hier im Südwesten von Dietzenbach betreiben wir unsere eigene Königinzucht. Aber nicht nur das. Die Eigentümer stellen uns nicht nur einen Stellplatz für die Bienen in einer verwilderten Ecke des großen Waldgrundstückes zur Verfügung. Wir haben auch unseren eigenen kleinen Holzschuppen zum Lagern von Material und dürfen den Strom nutzen. Denn hier stellen wir auch unsere Beuten her, das Bienenzuhause aus Holz. Die Königinnenzucht 12 Kilometer vor den Toren Frankfurts betreiben wir nur für den Eigenbedarf. Wir verkaufen keine Königinnen, was aber noch kommen kann. Denn wir haben unseren Fokus ja auf die Herstellung und Vermarktung unseres eigenen Silvanus-Honigs gelegt. Und genau diesen Honig gibt es aus Dietzenbach eben nicht. Die Zucht geht für uns mit einer Reizfütterung genannten Methode einher. Das bedeutet, jedes Volk bekommt alle 2 Tage ungefähr 200 Milliliter einer wässrigen Zuckerlösung. Und das ab Ende Februar eines jeden Jahres. Diese Reizfütterung simuliert für die Bienenköniginnen einen steten Nektarfluss. Das hat zur Folge, dass sie viele neue Bieneneier legt, und zwar deutlich mehr, als sie sonst legen würde. Zum detaillierten Ablauf erstellen wir einen eigenen Film. Natürlich fliegen unsere Dietzenbacher Bienen auch ganz normal in die Natur und tragen auch ganz normal Honig ein. Denn auch sie stehen 365 Tage im Jahr an nur einem Standort, wie all unsere Bienen. Somit können wir natürlich auch rein theoretisch Dietzenbacher Honig anbieten. Aber durch die Gabe von 50% Wasser, in dem 50% normalem Haushaltszucker gelöst wurde, würde der Honig geschmacksneutraler werden, als wir es für gut und richtig halten würden. Gemäß Honigverordnung würde es immer noch Honig sein. Unseren Grundsätzen nach wäre es aber ein gepanschtes Etwas. Für unseren Betriebsablauf ist der Standort existenziell wichtig. Da wir gezielt die Eigenschaften in unseren Bienenvölkern züchten können, die wir für mehrwertig halten. Der Standort liefert aber keinen Honig für unsere Kunden.